Moin, ihr geilen Typen, die das hier gemacht haben. Der Einbruch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ausgerechnet dort, wo sonst alle bemüht sind, zu helfen und zu schützen. Die Diebe kamen in der Nacht zum Montag und stellten sich nicht gerade professionell an. Eher ließen sie rohe Gewalt sprechen. Richtig, ich meine genau die Flachzangen, die der Meinung waren, vor kurzem bei der Freiwilligen Feuerwehr in Röcknitz, die nun nicht unbedingt eine Riesenortswehr ist, einzubrechen, dort rumzuwühlen und dann noch eine Geldkassette aufzubrechen und 600 Euro zu stehlen, die die Feuerwehr für ihr 90-jähriges Jubiläum weggelegt hat. Bei ihrem Beutezug holten sich die Einbrecher erst einmal passendes Werkzeug aus dem Einsatzfahrzeug. Ein spezielles Brecheisen oder auch Hooligan-Tool. Danach wurden Türen aufgebrochen, Sachen zerwühlt und am schlimmsten eine Geldkassette entdeckt, deren Inhalt ausschließlich für das große Wehrjubiläum gedacht war. Die Geldkassette wurde komplett entwendet aus dem Gerätehaus. Da befanden sich ca. 600 Euro drin, die die Jugendfeuerwehr und die aktiven Kameraden über 2 Jahre hin gesammelt haben. Abgesehen davon, dass ihr das überhaupt gemacht habt, seid ihr ja wirklich sehr, sehr kreativ gewesen. Ihr habt ja nur das Fenster aufgehebelt, seid dann übers Badezimmer rein, seid über die Toilette gelaufen. Ja, Schulabdrücke sind da auch zu finden gewesen. Und dann seid ihr wirklich zu einem Feuerwehrfahrzeug gegangen, habt euch einen Kuhfuß, also ein Brecheisen, davon genommen, um dann den Rest oder die restlichen Türen aufzubrechen, um das gesamte Feuerwehrgerätehaus durchzuwühlen nach irgendwelchen Wertsachen. Euch wollte ich einfach nur mal fragen, habt ihr denn am Marmel oder was? Ihr seid doch wohl bekloppt! Erst da einsteigen, er hat dann noch die Frechheit besitzen, aus irgendeinem Einsatzfahrzeug auch noch Werkzeug für eure Scheißtat rauszuholen, das dann auch noch zu klauen wegen Fingerabdrücke und so ein Kram und dann echt das ganze Gerätehaus durchzuwühlen, alles mutwillig kaputt machen da drinne und dann noch Geld zu stehlen, was eigentlich für ein Feuerwehrfest gedacht ist. Die Jungs und Mädels da, die sind in der Freiwilligen Feuerwehr, die kriegen dafür keine Kohle, dass sie 365 Tage im Jahr, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag und das jedes Jahr einsatzbereit sind und wenn ihr selber aus dem Ort da kommt, für euch sich da den Arsch aufreißen, dass euch nichts passiert und ihr da nicht abfackelt. Und die wollten jetzt mal irgendwie ein bisschen feiern da, ne, ihr 90-jähriges Jubiläum. Man wird auch nicht jeden Tag 90 Jahre alt. Dafür haben die von ihrem privaten Geld, da haben die zusammengelegt, um da eine Feier für zu finanzieren. Meine Fresse nochmal! Ihr Spinner, wegen euch kriegt man wirklich so einen Blutdruck, da! Meine Fresse nochmal, verklärt zu spucken hier, da! Seht zu, dass die Kohle zurückkommt und dass ihr euch bei der Polizei stellt. Ansonsten, die werden euch finden, glaubt mal. Naja, das sind keine Wald- und Wiesen-Sheriffs da. Die wissen schon, wie sie ihre Arbeit machen müssen. Und wenn die euch erstmal an den Eiern haben, dann kriegt ihr mal eine richtige Ansage. Meine Fresse nochmal, da! Zählt doch echt keine Saukopf mehr aus, so. So, Freunde, da oben ist ein Link. Und den klickt ihr mal bitte an, wenn ihr wollt. Dann könnt ihr nämlich für die Freiwillige Feuerwehr Röcknitz ein bisschen was spenden. Damit die für ihr Fest ein paar Talers kriegen da. Mein Gott nochmal, du, das ist alles nicht mehr zu glauben, du. Echt. Und für jeden, der mir Hinweise zu dem Täter geben kann, der kriegt von mir ein handsigniertes Sivi-Shirt. Persönlich überreicht. Echt, meine Fresse nochmal, du. Zählt wirklich keine Saukopf mehr aus, so. Da krieg ich so einen Blutdruck, doch!